Bringst du das an Tisch 3? Ich mache hier Tisch 7. Oder hier, pass auf. Tobi ist mit seinem Leben, seinem Job und seiner Familie glücklich, bis er eines Tages Gefühle für seinen Arbeitskollegen entwickelt. Homogen erzählt glaubhaft die Geschichte eines Heterosexuellen, der sich auf die verspätete Suche nach seiner wahren Sexualität macht. Klingt wie in der Soap. Das ist doch totaler Quatsch. Wenn man in dem Alter hetero ist, dann bleibt man auch hetero. Naja, und ihr habt mich auch erst bekehrt, oder? Und außerdem, man verliebt sich an den Menschen, egal ob männlich oder weiblich. Hübsche Theorie. Aber die Praxis sieht doch weniger idealistisch aus. Also mich muss erst das Äußere ansprechen. Das männliche Äußere. Sabel? Ja, genau, das ist richtig. Du wolltest unbedingt ins Kino. Also den schaue ich mir jedenfalls nicht an. Das ist echt komisch. Kino können wir vergessen, wir haben heute Abend schon andere Pläne. Was denn, hat neuer Club aufgemacht? Das war das Jugendamt. Wenn wir wollen, können wir heute noch ein Kind übernehmen. Wir müssen nur Ja sagen. Das ist doch keine Frage, oder? Ach. Sie ist jetzt ein Jahr alt. Ihre Eltern sind aus Kamerun und illegal nach Deutschland gekommen. Und was ist dann passiert? Das weiß ich nicht. Nur, dass ihr Vater im Gefängnis ist. Und was ist mit ihrer Mutter? Die ist offensichtlich gestorben. So jung und so viel durchgemacht. Und weißt du, wie sie heißt? Lilly. Und wenn ihr mich fragt, hat Lilly die besten Eltern verdient. Man kann nur hoffen, dass sie noch nicht so viel davon mitbekommen hat. Sie braucht echt viel Liebe und Geborgenheit. Heißt das ja? Wir werden Papa. Du kaufst das Kinderbett, ja? Ich kümmere mich um den Rest. Wenn die vom Jugendamt kommen, da muss alles picobello sein. Ich finde trotzdem, ihr hättet euch das noch mal in Ruhe überlegen müssen. Noch mal eine Nacht drüber schlafen, oder? Ja, natürlich hätten wir das. Kind, heute Abend schon. Und was ist, wenn wir uns an sie gewöhnen? Wenn wir Lilly wie unser eigenes Kind betrachten? Und dann kommt das Jugendamt und sagt, dass ihr Vater wieder frei ist. Und sie mir nach Kamerun nimmt. Ja, ich hatte eigentlich vom Bett gesprochen. So, und hier bitte äußerste Vorsicht, ja? Dieser Bordeaux verträgt keinerlei Erschütterung. Ach nein, Olli, jetzt kommst ausgerechnet du daher. Oh, das war jetzt aber kein... Chateau Petrus. Und bringen Sie ihn rein, ich schaue dann, ob er noch in den Ausschank kann. Ich hoffe, du hast eine gute Erklärung dafür, dass du meinen besten Wein in Essig verwandelst. Christian und ich bekommen ein Baby. Warum ich ihm nichts gesagt habe? Hast du Ollis Gesicht gesehen? Wenn er so glücklich ist, dann setzt bei mir alles aus. Erst hatten wir kaum eine Chance auf eine Adoption. Dann diese Sache mit Sabine und Claudia, die ein Kind als einen Vertragsgegenstand sehen. Es war alles so kompliziert. Jetzt ist alles so einfach. Scheinbar. Mann, Rebecca, auch wenn wir Lilly zur Vollpflege haben, das Jugendamt kann uns Lilly jeden Tag wegnehmen. Olli kapiert es einfach nicht. Reine Baumwolle, die kann Lilly knuddeln und im Mund nehmen und lieb haben. Und Windeln für die Nacht, besonders dicht. Windeln für den Tag, besonders elastisch zum Krabbeln. Guck mal hier, bitte. Dieser Strampler, ist der nicht der Hammer? Ach, Olli, du liebst die Kleine ja schon jetzt. Charlie, wir werden Eltern. Schon heute, kannst du dir das vorstellen? Ach, Papa, Olli, darf ich mitkommen? Was ist mit deinem Essig? Ach, der ist doch nicht wichtig. Na dann. Wow, wenn ich was zusammenbaue, sind immer mindestens 2 Schrauben übrig. Was hättest du in deinem Leben schon mal irgendwas selber zusammenbauen müssen? Es tut mir leid. Hey, wenn du dich bei der ganzen Geschichte nicht wohlfühlst, dann musst du mit Olli reden. Das kann ich aber nicht. Wenn die Kleine erst mal da ist, dann ist es zu spät. Er freut sich aber so über das Kind. Außerdem, vielleicht ist es ja halb so schlimm. Olli weiß doch selber, dass wir das Kind vielleicht wieder hergeben müssen. Und wenn er sagt, wir packen das, dann packen wir das auch. Du meinst,
Hallo? Ich habe gehört, dass ihr heute noch ein Kind einzieht. Und ich soll darauf achten, dass die jungen Väter nicht von Anfang an alles vermasseln? Hey, das ist jetzt schon zu groß für das Ding. Ihr habt das ja schon aufgebaut. Ups. Dieses Ding hat auch einen Namen, Gabriele. Und Gabriele ist mein Begrüßungsgeschenk für Lili. Charlie wollte unbedingt dabei sein, wenn Lili kommt. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Haltest du mal? Guck mal, wir haben nämlich ganz viel besorgt. Windeln extra in zwei Größen. Wir wissen ja noch nicht, wie groß Lili ist. Können wir im Notfall dann auch später noch benutzen? Na, der hier ist wahrscheinlich noch viel zu groß, aber ich konnte einfach nicht widerstehen. Außerdem wachsen Babys ja total schnell. Olli, hier, Malstifte, Knete. Eine Rentenversicherung für Lili abgeschlossen. Sagt die Frau, die ein Kuscheltier für 6 Millionen dieses Jahr gekauft hat. Ich hab echt gedacht, du würdest das ein bisschen realistisch sehen, aber das hier, das ist doch total bescheuert. Wir werden das Ganze abblasen, bevor es zu spät ist. Ja, die haben sich schon wieder getrennt. Du stellst mich als kompletten Idioten hin. Das tue ich nicht. Nur weil ich mich auf Lili freue. Das ist doch das Problem. Ist es also ein Problem, dass ich mich auf das Kind freue, das heute bei uns einzieht? Nein, das Problem ist, dass du jetzt schon Vatergefühle hast. Du meinst also, wir sollen uns um Lili kümmern, ihr zu füttern geben, mit ihr spielen, aber bloß keine Gefühle für sie entwickeln? Christian, ein Kind ist keine Pflanze, die man ab und zu nur mal gießen muss. Ich glaube, was Christian damit sagen will, ist... Er hat Angst vor dem Moment, wenn euch Lili wieder weggenommen wird. Weil ihr sie bereits in euer Herz geschlossen habt. Ja, und ich glaube, was Olli sagen will, ist, dass ihr dieses Risiko eingehen müsst. Um Lili wenigstens bis zu dem Zeitpunkt die Liebe und Zuneigung zu geben, die sie verdient hat. Vielleicht kann Lili nicht für immer bei uns bleiben, aber bis dahin können wir für sie da sein und jeden Tag mit ihr genießen. Olli. Wenn wir uns auf das Ganze einlassen und Lili wird uns wieder weggenommen, ich weiß nicht, ob wir das packen. Oh, guten Tag, Herr... Bülke. Herr Bülke, kommen Sie doch bitte rein. Hallo, Herr Mann. Herr Sabel. Das hier ist die kleine Lili.